Jo, moin YouTube-Gemeinde, in diesem Video zeige ich euch das beste Kamera-Gear von 500 bis 1000 Euro nach dem Intro. Wir fangen direkt an mit einer der besten Kameras unter 1000 Euro. Meine Meinung, das ist die Panasonic G70. In Amerika heißt sie G7, bei uns heißt sie G70, aber das ist im Prinzip die gleiche Kamera. Was ich an der Kamera so liebe, ist es wirklich die beste Einsteigerkamera. Also ich habe ja von 100 bis 500 Video gesagt, dass die Canon 600D gebraucht eine gute Einsteigerkamera ist. Aber wer genug Geld hat und mit YouTube anfangen will, sollte sich diese Kamera kaufen. Ihr seht über ganz YouTube, jeder hat eine 600D, 700D, 6D, 5D oder sowas. Und die sind alle von der Qualität gleich. Die 5D, 6D ein bisschen besser als die anderen, aber das nicht viel. Mit der Panasonic G7 werde ich euch versprechen, ihr werdet ein viel, viel, viel besseres Bild haben. Die Kamera schießt intern 4K, kann auf 1080p 60 FPS, das kann keiner der Kameras, hat verschiedene andere professionelle Einstellungen wie Cinematic D, damit ihr mehr Dynamic Range habt. Und ich sage euch, auch mit dem Kit-Objektiv, dann seid ihr so bei 700 Euro, pur kostet. Ich habe die Kamera auch bei eBay mal gebraucht, oder nicht mal gebraucht, so Herstellervariante, so für 500 Euro gesehen. Also ich sage euch, mit der Kamera werden eure YouTubes auf jeden Fall bildlich viel besser sein als 90% von aller Leuten, die auf YouTube konkursieren. Deswegen legt es in euer Herz, wenn ihr mit YouTube anfangen will und ihr habt genug Geld, so 700 Euro, kauft euch diese Kamera. Also wirklich, die ist top. Dann die zweite Kamera, die ich empfehlen würde zum Fotografieren, ist die Sony Alpha 7 der ersten Generation. War irgendwie eine ziemlich underrated Kamera, denn sie ist wirklich, wirklich gut in dem Formfaktor. Also wenn ihr eine 6D, eine 5D, sind bildlich kaum anders da als die. Also sie sind wirklich von der gleichen Qualität. Die Kamera kriegt ihr so für knapp 900 Euro und habt ihr dafür einen viel, 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 viel kleineren Body. Das Video ist ungefähr gleich auch, also ihr kriegt ein gutes Gesamtpaket. Viele Leute, wo die Alpha 7 R gekauft haben, haben die auch zurückgegeben, haben sich die Alpha 7 normal gekauft. Weil einfach mit dieser großen Megapixelzahl war für diese Leute unnötig. Wenn ihr Landscape oder sowas macht, ist natürlich die A7 R besser, aber für alles andere, für Street oder sowas, reichten die 24 Megapixel dieser Kamera vor. Es gibt genug Videos, ich werde euch das verlinken, wo man Vergleiche macht. Also die Alpha 7 echt eine Top-Kamera für alle, die fotografieren wollen und nur nebensächlich Videos machen. Und wie in einem anderen Video erwähnt, wenn ihr Nikon haben wollt, holt euch eine Nikon, da hat sich noch niemand beschwert. Aber da braucht ihr euch nicht wundern, wenn das Film nicht ganz so gut ist. Aber dafür Top-Fotos. Dann die nächste Kamera, die ich vorstellen will, ist die Blackmagic Pocket Kamera. Das ist eine sehr, sehr spezielle Kamera, weil sie ist sehr klein, sehr günstig für unter 1000 Euro, hat aber einen ganz, ganz kleinen Sensor, also einen dreifachen Crop. Die Panasonic G7 hat zum Beispiel einen zweifachen Crop, die hat einen dreifachen Crop. Aber das Besondere an dieser Kamera ist, sie schießt RAW und ProRes intern und hat 13 Stops auf Dynamic Range mit seinem Log-Profil. Das ist wirklich Cinema-Qualität. Also wenn ihr Bilder von dieser Kamera anguckt, das ist wirklich kein Problem, dieses Ding mit einer Red oder Alexa zusammenzumischen. Klar sind die anderen Kameras besser und ihr habt den größeren Sensor, ein besseres Low-Light. Das sind alles Sachen und schlechtes Audio, das ist das größte Problem dieser Kamera. Wenn ihr all diese Sachen drumherum arbeitet, nur vom Bild her, ist das Ding top. Gerade in Kombination mit einem Speed Booster, das habe ich auch bei der Panasonic G7 vergessen zu erwähnen, jeder, der seinen Step ein bisschen abbringen will, kann da einen Speed Booster drauf machen, Kennobjektive benutzen, dann kriegt ihr einen größeren Sensor. Ich habe schon öfters darüber geredet, Speed Booster sind praktisch Objektivadapter, die gleichzeitig noch euren Sensor größer machen. Das verstärkt diese Kameras natürlich noch viel, viel, viel mehr. Deswegen guckt euch ein paar Sachen von der Blackmagic Pocket Kamera an, so sieht sie aus. Checkt sie auf jeden Fall ab, wirklich top cinematisches Bild, das hat einen ganz eigenen Look. Und dann gehen wir als nächstes zu den Objektiven und da ganz klar von 500 bis 1000 Euro die komplette Sigma A3. Das ist 24mm, 1.4, 35, das ist 50mm. Für die Leute, die einen APS-C-Sensor haben, das 18:35, ist wirklich ein sehr beliebtes Objektiv. Super Objektiv von 18:35 auf 1.8, das gibt es so nicht. Dann für die Vollformat-Leute, das ist auch das, was mich gerade aufnimmt, das 24:35 f2, ist wirklich, ich liebe dieses Objektiv, gerade für Filmemacher, die zwischen kein 24 und 35 mitschleppen wollen. Das ist praktisch, manchmal mache ich einen 35mm Shot und denke, vielleicht doch weiter, ein bisschen besser. Dann kann ich einfach mit diesem Objektiv raussuchen. Da das F2 ist und ich meine selten unter F2 Filme, ist es wirklich ein Top-Allrounder. Dann als nächstes ein weiterer Dritthersteller-Objektiv und zwar das Tamron 24-70 2.ab. Ist eine Allround-Linse. 24-70 ist ein bisschen weiter, ein bisschen teliger. F2.8 ist eine tolle Aperture zum Arbeiten. Das ist was, was ich dabei habe, wenn ich zum Beispiel Dokumentation machen oder nicht viele Objektive dabei müssen. Einfach ein Objektiv drauf und du kannst praktisch alles damit machen. Ich habe diesen kompletten Film Ruhe, der in dieser kurzen Zeit entstanden ist, damals auch komplett nur auf diesem Objektiv gedreht. Ich weiß, ich hatte an dem Tag keine Zeit, großartige Objektive zu wechseln. Zoom-Objektiv drauf, zack, 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 bumm, fertig.
Und ja, von der Qualität merkt ihr auch keinen großen Unterschied zu Prime-Linsen. Dann gerade, weil ich auch die Sony Alpha 7 empfohlen habe, das Sony E-Mount 55mm 1.8 ist eines der schärfsten Objektive, die es da draußen gibt. Also von der, wirklich von der Qualität mega gut. Also was das an Megapixeln resolved, ist wirklich, wirklich krass. Wie gesagt, unten auch direkt, weil ich kann euch nicht viel zeigen, ich habe es so tief mal benutzt, aber ihr merkt, es fokussiert schnell, ist wirklich taktscharfes Bild. In die Beschreibung, ich werde euch ein paar Beispielbilder dann zeigen, wirklich mega gut. Also wer die 800, 900 Euro, ich muss nochmal nachgucken, auf jeden Fall unter 1000 Euro, ist wirklich eins der Objektive, die man haben sollte. Dann als letztes ist das Tamron 70-200 f/2.8. Wie schon eben gesagt, das andere Tamron, super Preis-Leistung, also es ist minimal schlechter als zum Beispiel die Ken-Variante, die doppelt so viel kostet, mit 2000 bis mehr als 2000 Euro. Für 800, 900 Euro ist es wirklich dann ein Big Deal, weil ihr dann ein bisschen weniger Vignettierung habt. Und Vignettierung kann man sehr leicht rausmachen mittlerweile. Deswegen, Preis-Leistung, checkt dieses Objektiv ab. Habe ich selber noch nicht, aber ist auf meiner Wunschliste. Ist ja bald Weihnachten, morgen, vielleicht kriege ich es. Dann als nächsten Punkt kommen wir zu Sound. Und da ohne Frage, das Rode NTG3 ist ein Mikrofon, das so gut wie von allen kleinen Studios benutzt wird, weil es günstig vom Preis ist, aber trotzdem in der Qualität der Sennheiser-Mikrofon über 1000 Euro mithalten kann. Wenn das noch kombiniert mit einem Zoom Edge 4, Zoom Edge 5, Zoom Edge 6, je nachdem wie viele Mikrofone ihr anschlägst, Zoom Edge 5 finde ich sehr, sehr gutes Mittelding, sieht auch ein bisschen aus, das 4er, Zoom 4 finde ich immer so ein bisschen klobisch, das 5er finde ich da ein bisschen besser. Aber ihr könnt natürlich auch einen Tascam nehmen. Ich prefer sogar manchmal die Tascams, weil man da nicht doppelt Rack drücken muss. Das finde ich immer ganz geil. Das einzige Nachteil am Rode NTG3 ist, dass man keine Batterie reinmachen kann. Also müsst ihr immer über Phantomspeisung das Mikrofon benutzen. Das heißt, wenn ihr es über den Zoom macht, immer darauf achten, frische Batterien dabei zu haben, weil das Ding drained so ziemlich schnell. Aber sonst werdet ihr Top-Qualität haben. Also im Vergleich zum NTG2 ist er wirklich ein Megasprung. Das ist halt echt gut. Jetzt kommen noch ein paar Sachen, die ihr euch kaufen solltet, wo ich empfehle, aber die ihr nicht kaufen müsst. Also sowas gesagt, also das erste, was ich meine, ist ein gescheiter Monitor zum Beispiel. Monitor, wir arbeiten gerade mit Bildmaterial, deswegen kann es nicht schaden, dass wir einen wirklich sehr color-akkuraten Monitor haben. Hier schicke ich mal auch einen Link in die Beschreibung. Der Fact hat mal 3 Monitor reviewed letztes Jahr und Monitor kommen ja auch nicht jedes Jahr raus, deswegen denke ich, wird es noch relativ aktuell sein. Ich selber habe das Problem, ich habe einen ziemlich alten Monitor. Er tut noch seinen Zweck, aber von der Color-Akkuratität, ich merke es selber, weil meine Freundin zum Beispiel hat ein teures Cintiq 27 Zoll Tablet und da wirklich tolle Farben. Und dann merke ich direkt, wenn ich ein Video dort geschnitten habe, gegradet habe und dann auf den Tablet angucke, denke ich mir, boah, bin ich ein bisschen off teilweise. Und deswegen lohnt sich schon ein teurer Monitor. So zwischen 700 und 800 Euro werdet ihr was bekommen. Ich habe auch von Dell einen 4K-Monitor gesagt, der ziemlich beliebt sein soll für 500 Euro, also glatt 500. Ist auch relativ gut. Also recherchiert euch mal ein bisschen rum, weil, wie gesagt, wir arbeiten mit Bilder. Das Kombination noch mit einem Farbkalibrierer wie den X-Rite oder den Spider, wo ich auch mal unten reinpacke. Ja, wir wollen ja auch, dass alle unser Footage so sehen, wie wir es sehen. Dann das nächste, was eurer Arbeit helfen könnte, ist die Grafikkarte, der RAM, die CPU. Einfach euren Computer ein bisschen aufmotzen. GPU sorgt dafür, dass ihr besseren Playback habt, also dass ihr Footage mit einer höheren Auflösung, jetzt wo 4K und ProRes alles so ein bisschen für die Normal-User möglich ist, werdet ihr merken, aha, meine alte Grafikkarte spielt es vielleicht nicht mehr gut ab, gerade wenn ich ein bisschen Farbkorrektur und alles mache. Deswegen, in die GPU zu investieren, ist nicht so schlecht. Deswegen auch der RAM. Wenn ihr Grafikdesign macht, viel 3D, deswegen lohnt sich da auch mal, um die 32 GB im Rechner zu haben. Tja, wie ihr wisst, alle Produkte, die ihr heute gesehen habt, gibt es unten in der Beschreibung. Ihr wisst ja, ein paar Amazon-Links, wenn ihr darüber was kauft, verdiene ich ein bisschen was mit. Wäre cool, wenn ihr das machen würdet, weil der Kevin-Film macht mich arm gerade. Aber nicht wegen coolen Sachen, sondern wegen Catering und sowas. Das ist nicht cool. Deswegen, hier sind die letzten paar Videos, wo auch mit diesem Thema zu tun hat. Besten von 100 bis 500, Bestes von 0 bis 500 Euro. Das war euch so geht's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.